Weiter geht's mit der Startnummer 05. Zoe Straub, 11 Jahre, kommt aus Wien und ist eine äußerst talentierte Kollegin von mir. Sie moderiert nämlich das Magazin Close-Up im Konfetti-TV. Aber bevor jetzt so ein paar schreien, die ist mit Beziehungen da reingekommen, das geht doch überhaupt gar nicht. Doch, also ich kann Sie beruhigen, Zoe hat es ganz einzig und allein ihrem Talent zu verdanken, dass sie heute hier im Finale des Kiddie Contests auf der Bühne steht. Obwohl, und das ist mir echt aufgefallen in der letzten Zeit und Sie werden es gleich im Einspieler auch noch sehen, Zoe selbst sehr selbstkritisch ist. Ich kann mich eigentlich nicht selbst beschreiben. Ich liebe Musik, egal. Also ich finde eigentlich, man kann nicht sagen, diese Musik ist schlecht und diese Musik ist nicht schlecht, weil jede Musik auf eine andere Ebene super ist. Ich kann mich eigentlich nicht selbst beschreiben. Also selber singe ich auch sehr gerne Musical, aber ich mag auch zum Beispiel, ja, also Pop, Rock, alles Mögliche eigentlich. Am liebsten halt Musical zum Selbstsingen. Ja, ich tanze schon sehr gerne, aber das heißt nicht, dass ich gut tanze. Also ich habe Kiddie Contest 2002 das erste Mal geschaut, da war ich noch ganz klein. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ja, mag ich mal mitmachen. Hat gesagt, ja, wenn du groß genug bist. Und ja, dann habe ich mich halt dieses Jahr beworben und ich habe es geschafft. Beschreiben kann ich mich nicht selbst, das geht nicht. Ja, Now or Never. Von Mark Medlock geht den Fans ja schon so richtige Gänsehaut. Allerdings, die Version von Zoe geht auch nochmal richtig unter die Haut. Vor allem wahrscheinlich jetzt den Eltern von der Zoe, denn die sind mit dem Titel des Songs jetzt gleich gemeint. Hier ist mit der Startnummer 05 Zoe mit Engel ohne Flügel. Ich glaub, mich hat's erwischt. Mit Haut und Haaren bin wohl in euch verliebt. Hab all die Jahre jeden Tag genossen, hab euch in mein Herz geschlossen. Ich bleibe bis zur Rente hier bei euch. Ich weine, dann habt ihr Taschentücher. Glaubt ihr solche Eltern, die sind heutzutage selten. Darum sage ich hier vor allen Dankeschön. Startnummer 05. Zoe! Oh, geschafft! Komm her! Auch wir haben noch ein Interview. Oh!
Na, daran muss man sich jetzt schon mal gewöhnen. Ihr geht ja auch noch auf Tour, da werden auch noch ganz andere Sachen fliegen als nur Blumen. War's schön? Ja, sehr schön. Deine Mama sitzt da oben und du bist dir wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten und hat totales Danke. Strahlen auf dem Gesicht und Tränen in den Augen, kann das sein? Ja, aus gutem Grund. Überhaupt muss man sagen, an die Eltern der Kinder, da wurde ganz schön viel, ganz schön richtig gemacht, weil die alle ganz bezaubernd sind. Also sie haben irgendwie im ersten Augenblick in alle verliebt und will gar nicht mehr weg eigentlich von euch. Sag mal, du hast gesagt im Einspieler, dass du Musicals ganz gerne magst. Ja, welche also, denn so genau? Also meine zwei Lieblingsmusicals sind Elisabeth und es gibt viele andere, aber Elisabeth ist mein allerliebstes Musical. Elisabeth. Ja. Und welches dein Lieblingssong aus Elisabeth? Also da habe ich viele, aber ich mag sehr gerne, wenn ich tanzen will und ich gehöre nur mir. Ich gehöre nur mir, kenne ich. Und das, wenn ich tanze, ist es, wenn ich tanzen will. Wenn ich tanzen will. Dann tanze ich so, wie es mir gefällt. Ja. Jetzt habe ich mich auch geoutet. Auch ich bin Elisabeth-Fan, aber das macht überhaupt nichts. Das ist ein sehr schönes Musical, das stimmt. Ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle. Und du darfst die Blumen mitnehmen, darfst das Mikrofon mitnehmen und dich hinsetzen zu deinem Kollegen. Okay, danke, Zoe. Danke. Wenn Sie eine ganz angenehme Gänsehaut bekommen haben bei Zoe, dann merken Sie sich bitte auf jeden Fall die Startnummer 05.